Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Zimmermann, dafür, dass Sie relativ wenig Wähler haben und sogar in Nordrhein-Westfalen aus dem Landtag geflogen sind, machen Sie aber ganz schön viel Krach. Das will ich Ihnen aber mal in aller Deutlichkeit sagen. Ich gehe auf Ihre Argumente deswegen nicht ein, weil Sie immer wieder mit derartig viel Leidenschaft so viele Dinge durcheinander werfen, dass es alleine eine halbe Stunde brauchte, um Ihre falschen Aussagen so auseinander zu ziselieren, dass endlich mal klar wird, dass Sie den Leuten hier permanent Sand in die Augen streuen. Herr Präsident, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verabschieden heute zwei weitere Gesetze im Bereich der Rente. Nachdem wir vorhin das Betriebsrentenstärkungsgesetz verabschiedet haben, jetzt die Erwerbsminderungsrente und die Angleichung der Ostrenten an die Westrente. Das ist in dieser Legislaturperiode eine große Entwicklung, die wir im Bereich der Rentenpolitik getan haben. Mütterrente, Rente mit 63, Flexirente. Wir haben in dieser Legislaturperiode, in dieser Koalition viel miteinander bewegt. Und ich glaube, dass es mal wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass es danach auch den Menschen im Land besser geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Rentenüberleitungsgesetz greifen wir sozusagen ein wenig in die ohnehin positive Entwicklung der Rentenanpassung ein. Frau Staatssekretärin Löse-Kruch-Möller hat vorhin die Zahlen genannt, was sich alles sozusagen im Laufe der Rentenüberleitung seit 1990 getan hat. Wir kommen von 40% Ostrenten gegenüber den Westrenten, sind wir in diesem Jahr bei 95,7%, und zwar, weil die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Löhne sich dahin geführt haben, dass die Anpassung durch die wirtschaftliche Entwicklung nahezu automatisch passiert ist. Mit diesem Gesetz, was wir verabschieden, machen wir der Bevölkerung in den neuen Bundesländern, die schon lange keine neuen Bundesländer mehr sind, klar, dass wir wollen, dass bis 2024 die Anpassung endgültig erfolgt. Aber alles, was bis dahin aus eigener wirtschaftlicher Kraft und durch positive Lohnentwicklung von alleine geschieht, entlastet uns davon, mit staatlichen zusätzlichen Mitteln oder mit Beitragsmitteln daran zu gehen. Bei der Erwerbsminderungsrente, meine Damen und Herren, können wir stolz sein, dass wir in dieser Legislaturperiode zum zweiten Mal die Erwerbsminderungsrente verbessern. Für einen Durchschnittsrentner heißt das 50 Euro mehr, beziehungsweise dann jetzt 80 Euro mehr. Und ich sage Ihnen, das ist eine gute Entwicklung, die wir jetzt eingeleitet haben. Und darüber bin ich froh, zumal ich sehr deutlich sagen muss, machen wir am meisten betroffen, wie viele Menschen in relativ jungen Jahren mit 48, 49 Jahren in die Erwerbsminderungsrente gehen. Und was noch mehr betroffen macht, sind die Gründe der psychosomatischen Erkrankungen und all dieser Entwicklungen, die uns sehr betroffen machen. Deswegen ist es richtig, dass das, was wir in der Flexirente gemacht haben, hier auch tatsächlich jetzt umsetzen, nämlich Prävention, Rehabilitation, Stärkung des Einzelnen. Meine Damen und Herren, ich will die Gelegenheit gerne nutzen, aus dem in den Raum gestellten großen Dank der Staatssekretärin ein kleines bisschen herauszugreifen. Und Frau Staatssekretärin Löse-Kruch-Möller an dieser Stelle und von ganzem Herzen zu danken für eine hervorragende Zusammenarbeit, dass wir diese Gesetze, das Bundesteilhabegesetz und viele andere Dinge in dieser Koalition so hinbekommen haben, verdanken wir dir, liebe Gabriele, deiner Fähigkeit zur Moderation, deine Fähigkeit zum Ausgleich. Herr Kollege, lassen Sie noch eine Zwischenfrage zu? Und all deinen Möglichkeiten, die du eingesetzt hast, um Menschen zusammenzuführen. Wir wissen, dass dein Platz nicht in erster Linie auf dem Sonnendeck war, sondern mehr im Maschinenraum der Politik. Aber offensichtlich hat dies dazu geführt, dass wir gut vorangekommen sind. Ich möchte dir für all diese Dinge und für die gute Zusammenarbeit und für alles das, was du an exzellentem Parlamentarismus gebracht hast, auch vorbildlich gebracht hast, von ganzem Herzen danken und wünsche dir für die Zeit, die jetzt vor dir liegt, alles erdenklich gut und Gottes Segen. Vielen Dank, Herr Kollege Schieferling. Als Nächster spricht der Kollege Markus Kurt von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.